Ich Post gern. Ich gucke gerne auf Heidi Klum an. Nächste Topmodel. Ich finde das einfach schön. Kleider, Schminken. Ich finde einfach schön, berühmt zu sein. Ich war in Rom, Paris, Berlin. Es macht alles Spaß. Die Stuttgarter Fotografin Conny Wenk hat Tamara vor 10 Jahren als Model entdeckt und fotografiert sie seitdem immer wieder. Tamara, die hat so eine Wahnsinnsausstrahlung. Sie hat selber so viel Liebe an sich und ich finde, sie strahlt mit der Sonne um die Wette. Und das möchte ich in den Bildern festhalten. Also ich möchte sie fröhlich, lachend, so wie sie ist, so wie wir sie alle kennen. Und sie verzaubert uns. Fürs letzte Shooting waren die beiden zusammen in Rom. Hast du schon gesehen, die Bilder? Nein. Wow, oder? Da war doch der Mann mit dem Hund. Ah ja, der Und dann, mit dem hat, Hund. Er, dann hat er gesagt, okay. Dann ich habe mich gestreichelt. Hab. Stimmt. Ganz süß. Und dann habe ich den süßen Hund gestreichelt und ein bisschen Küsschen gegeben. Ja, das war süß. Und dir gefällt das am besten? Ja, mit dem Kleid. Ah, wegen dem Kleid? Ja. Bei brütender Hitze waren sie mehrere Tage in der Stadt unterwegs. Das war ganz schön anstrengend, erinnert sich Tamara. Also erst bin ich aufgestanden um 7, dann die Haare machen, schminken und so. Und dann muss ich unterschiedliche Klamotten anziehen. Wenn Tamara bei Shootings in ihre vielen Outfits schlüpft, ist ihre Mutter immer dabei. Von Anfang an ist sie überzeugt davon, dass ihre Tochter das Zeug zum Model hat. Trotz Down-Syndrom. Damals war sie ja 11 Jahre alt, wo das anfing. Was passiert in diesen kleinen Menschen, dass die so aus sich rausgeht, so eine Begeisterung hat und so sprüht vor Elan und die Leute mitreißt und die Herzen öffnet? Danke. Tamara ist jetzt 21. Im Alltag kommt sie gut zurecht. Sie will jetzt sogar zu Hause aus und in eine WG einziehen. Sexy, meinst du? Ja. Geht so? Ja. Aber manchmal stößt sie auch an ihre Grenzen, würde gern Dinge machen, die sie wegen ihrer Behinderung nicht kann. Den Führerschein zum Beispiel. Dann kommt manchmal der Frust, wo sie dann so sagt, ach Mist, ja, ich will das Down-Syndrom nicht, ich will, dass das weggeht. Oder kam auch mal die Frage, wann geht denn das endlich weg? Aber meistens ist Tamara fröhlich und gern unter Leuten. Es war eigentlich Spaß, selber was zu machen. Mit Freundinnen treffen, Kino gehen. Nach der Arbeit, Tamara arbeitet im Lager einer Firma für Bademode, geht sie zum Sport ins Fitnessstudio und spielt Klarinette im Musikverein. Und sie hat nicht nur als Model Erfolg, sondern auch als Schauspielerin. Gerade hat sie beim Casting für den Kinofilm Fuck You Goethe 3 eine Rolle ergattert. Ich finde es einfach cool. Und was gefällt dir an der Schauspielerei? Nur Spaß macht. Und natürlich wegen ihm. Ach, er. Und den wird sie ganz sicher auch bezaubern. Tamara macht ihr Ding. Als Schauspielerin und auf dem Laufsteg. Ihr Lieblingsort ist der Kappelberg in Stuttgart. Hier fühlt sie sich das ganze Jahr über wohl, sogar im Winter. Und wenn es Schnee gibt, will ich da gern Schlitten fahren. Tamaras Leben ist aufregend. Deshalb sind solche entspannten Momente für sie besonders schön.